Eigentlich wollten wir am 2. Oktober, Tag der Generation, da hinten einen großen Bazar machen, einen Flohmarkt, Antiquitäten, Kunst, Handwerkermarkt. Hat sich aber leider zerschlagen. Jetzt machen wir es hier vorne, wo die Kinder-Kreativecke gedacht war. Machen wir hier eine Schenkebörse, eine Tauschbörse. Also wer was zu verschenken hat, außer sein Herz, der möge und ist hier auch gerne willkommen, der möge hier Platz nehmen. Ja, erlaubt sind Tapeziertische oder eben halt kleine Zelte 3x3. Ja, und wenn man gemeinsam da sich Unterschlupf gewährt, dann ist es schon mal so eine gute Sache. Hier vorne unter dem Alva Alto dürfen wir auch stehen. Das ist vom Geschäftsstellenleiter Andreas Meyer so genehmigt worden von Frau Thiemann der Stadt Wolfsburg. Also, falls es doch regnen sollte, was ich mir hier vorstellen könnte, ist eben, wer möchte Bücher verschenken oder Schallplatten verkaufen. Ja, die Schellack wahrscheinlich nicht, aber eben halt so, ja, was wir so in den 70er, 80er, 90er Jahren gehört haben. Vielleicht wollen unsere Kinder oder Kindeskinder mal hören, wie wir außer Rand und Band waren und was wir gehört haben. Ja, also Höhe Alva und auch noch davor sind Möglichkeiten, da diesen Schenkeflohmarkt, die Schenkebörse so aufzumachen. Eine Erfindung von Bruni, jetzt zumindest hier in Wolfsburg. Und ja, eigentlich ist alles gesagt, aber nicht wie üblich, 10 Uhr sollte es beginnen, sondern wir fangen jetzt wirklich erst um 12 Uhr an. Natürlich kann jemand schon um 10 Uhr kommen, wenn er das will, aber wir müssen ja auch noch Plätze zuweisen, einweisen. Ja, der Jürgen kommt auch mit 5 Kräften und wir auch nochmal mit 5 Kräften. Die Ordnerkräfte erkennen Sie oder du an den gelben Westen. Und Ansprechpartner ist dann Axel hier im Bierstübchen. Der Georgios da vorne und drüben, der macht auch mit, auch Ansprechpartner. Und dann läuft noch hier jemand rum, der Friedel mit grauem Zopf, der ist Ansprechpartner. Und ich bin über die Schillerpassage zu erreichen, Porschestraße 98. Also auch gerne anrufen 0171 2744 145 und Beteiligung ist gewünscht. Und hier vorne wird die Bühne sein. Da werden die Cocktails sein, da wird das Pavillon stehen und hier rundherum gibt es alkoholische Getränke in Form von Bier, nicht alkoholische Getränke und da drüben wird es Wein geben. So der Plan. Also hier kann man sich gegenseitig beschenken, wenn man wirklich jetzt nicht irgendwo, aber von der Wäscheklammer bis hin zur Vase kann man hier alles verschenken oder auch tauschen. Das wäre interessant. Auch eine Tauschbörse finde ich super. Wie gesagt, unterdacht im Laubengang des Alva und im Vorplatz und auch noch von der Tür und ringsherum dürfen alle Menschen gerne Platz nehmen. Der Rathausplatz, der ist passé. So, also wir sehen uns morgen ab 12 Uhr oder meinetwegen auch schon 10 Uhr zum Aufbauen und dann auf ein gutes Gelingen und auf bestes Wetter. Bis morgen. Ich freue mich auf uns. Der Hintergrund ist der Aufbau der Nachbarschaftshilfe Wolfsburg aktiv und auch das Bekanntgeben einer Sozialgenossenschaft Wolfsburger Alltagsbegleitung. Und das sollte morgen auch kommuniziert werden mit viel guter Musik, auch aus Wolfsburg.